Hallo miteinander. Ich bin der neue Große aus dem Hause Klaas, auch als K2500 bekannt. Was mich ausmacht? Ja, mein leistungsstarkes Klappspitzgelenk, womit ich weite waagerechte Ausladung erreiche. So kann ich sogar über mein hydraulisches Knickgelenk Arbeit in Form eines Hubwinkels ausführen. Hierbei erreiche ich dreifach hydraulisch teleskopierbar eine Länge von 18,5 Metern mit der Klappspitze und mit meinem zusätzlichen mechanischen Element stolze 21,75 Meter. Ihr habt richtig gehört, meine Klappspitze ist dreifach hydraulisch teleskopierbar und schafft es, Lasten von bis zu 1000 Kilogramm mühelos zu teleskopieren. Meine Bediener wissen mich bestens einzusetzen. In Stadtgebieten bin ich mit 58 Metern Hakenhöhe von weitem zu sehen und meistere höhentechnisch so fast jede Baustelle. Meine Spezialität liegt darin, dass ich in bereits beengten Bereichen meinen Hauptmast aufrecht stelle und die Reichweiten über die Klappspitze erreiche. So nimmt mein Hauptmast wenig Platz in beengten Bereichen ein und oben im freien Bereich nutze ich meine Klappspitze voll aus. Dank meines 100% Aluminium-Mastsystems bin ich trotz meines geringen Eigengewichts für hervorragende seitliche Reichweiten bekannt. So kann ich beispielsweise 3000 Kilo auf 30 Meter Höhe in bis zu 16 Meter Reichweite versetzen und 1000 Kilo in 28 Meter Höhe bis zu 34 Meter Reichweite. Oh, da bekommt mein Bediener teilweise schwitzige Hände. Ich liebe es, diesen Herausforderungen gewachsen zu sein. Da ich zwei Geräte in einem bin, kann ich sogar meinen Bediener als vollwertige Hubarbeitsbühne mit in schwindelerregende Höhen nehmen. In wenigen Minuten ist der Umbau erfolgt. So genießt es mein Bediener, wenn er teilweise als Multitalent bezeichnet wird. Dabei bin ich das wahre Multitalent. Auf jeden Fall sind wir auf jeder Baustelle gerne gesehen. Da ich als gerade mal 26 Tonnen Mobilkran zugelassen bin und keinerlei Begleitfahrzeuge oder Sondergenehmigung benötige. Ich bin schnell und präzise, ruckzuck vor Ort und einsatzbereit. Als selbstfahrende Arbeitsmaschine bin ich sogar von den Steuern befreit, was meinen Besitzer sehr glücklich macht. Aber damit nicht genug. Mein sparsamer 40 PS Motor im Oberwagen verbraucht gerade einmal 4 Liter in der Stunde. Und so schnell bekommt man meinen Motor nicht in die Knie. Wer den Klang meines Motors nicht mag, der kann mich natürlich auch elektrisch über 400 Volt 32 Ampere betreiben für geräuscharme Höchstleistung. Das hält mir sogar den ein oder anderen Umweltaktivisten vom Hals, da ich eine umweltbewusste Arbeitsweise habe. Meine Stützbreite liegt bei maximaler Abstützung unter 7 Meter. Und dank zweifach hydraulisch teleskopierbarer Stützen und dadurch doppelter Überlappung in den Stützen stehe ich so richtig schön standfest und fühle mich da oben so richtig wohl. Meine Stützenposition ist natürlich variabel. Deshalb kann mein Bediener jede Stütze beim Aufbauen einzeln positionieren, so kann er mich in jeder beengten Situation optimal aufbauen. Dank meiner permanenten Stützenrücküberwachung hole ich für ihn in jeder Situation die maximale
Reichweite heraus. Und mein Kranfahrer kann sich voll aufs Kranfahren konzentrieren. Nicht zu vergessen, meine neue Verkleidung. Damit bin ich nicht nur ein starker Kerl, nein, ich sehe auch noch unverschämt gut aus. Mein Konstrukteur meint, ich soll nicht so überheblich sein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich bin einmalig und so schnell reicht mir keiner das Wasser.